Liebe Gäste, bevor jetzt weiter spekuliert wird über die Koalitionen, möchte ich doch mal hier deutlich sagen, die Linke in Thüringen hat einen grandiosen Wahlerfolg erzielt. Und wie es sich gehört, bedanken wir uns von dieser Stelle aus ganz herzlich bei den zahlreichen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Wir bedanken uns bei der Landespartei in Thüringen, bei Bodo Ramelow. Ihr habt einen großartigen Job gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Dieser Wahlsieg freut uns ungemein. Er ist der Lohn für die Arbeit in Thüringen, für die Mehrheit der Bevölkerung. Sie hat es belohnt, dass die Linke dort einen klaren Kurs für soziale Gerechtigkeit gefahren hat. Ganz klar, die Regierungsbildung wird schwierig. Das hängt auch viel davon ab, ob die FDP reinkommt im Laufe des Abends oder nicht reinkommt. Wir wollen darüber heute gar nicht spekulieren. Heute Abend wissen wir, die Linke ist stärkste Partei, erstmals in einem Bundesland stärkste Partei geworden. Und Bodo Ramelow hat einen klaren Regierungsauftrag. Es ist aber auch der klare Auftrag, auf dem begonnenen Weg weiterzumachen. Wir haben dort dafür gesorgt, dass es ein Tariftreuegesetz gibt und bei öffentlichen Aufträgen 11,42 € Mindestlohn bezahlt werden muss. Dieser Weg wird fortgesetzt. Wir wollen dafür kämpfen, dass Gewerkschaften gestärkt und die Flächentarifverträge wieder Normalität werden. Musik 2020 wird es ein weiteres Kita-Jahr geben, das gebührenfrei ist. Und das wird vielen Eltern mit Kindern von großem Nutzen sein, wie im Übrigen überall die Linke, wo sie an der Regierung ist oder wo sie kämpft, für gebührenfreie Bildung vom Kita bis zur Uni immer eintreten wird. Wir machen weiter mit der Sanierung von Schulen und mehr und besser bezahlten Lehrerinnen. Wir machen weiter mit einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung, die nicht an Niedriglöhne gekoppelt ist, sondern mit guter Arbeit und guten Löhnen. Das ist der klare Auftrag an die Linke. Diesen Auftrag wird Bodo Ramelow annehmen. Wir freuen uns. Der Sieg in Thüringen wird der gesamten Partei guttun. Wir haben im Osten wieder eine Wahl gewonnen. Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Es wird die ganze Bundespartei stärken. Wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Das freut uns. Herzliche Grüße von dieser Versammlung nach Thüringen. Die Linke wird weiter stärker. Applaus